Hey Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man super schnell reich werden kann oder ihr kauft euch alles, was ihr so kaufen möchtet. Erstens braucht ihr einen Geldbetrag. Habt ihr nicht so viel Geld wie ich ungefähr, kauft euch immer was Kleines, übt erstmal und verkauft das später. Und so mehr Geld habt, umso bessere Sachen könnt ihr kaufen. Zum Beispiel die MK2 kostet bei mir 6 Millionen, bei euch vielleicht 8 Millionen. Dann müsst ihr das kaufen und bekommt dann später einen Zeitraum so 3,8 Millionen pro MK2. Habt ihr drei Stück, habt ihr ungefähr dann 11 Millionen gemacht. Wie gesagt, lasst euch Zeit, übt erstmal. Gut, wie gesagt, hier oben bitte nicht kaufen, sonst habt ihr einen toten Stellplatz. Das gleiche gilt auch für solche Fahrzeuge, Flak-Anhänger oder solche Fahrzeuge hier. Kauft bitte nur Fahrzeuge, die ihr verkaufen könnt oder die Verletzte tauschen könnt. Gut, dann legen wir gleich mal los. Und zwar gehen wir mal kurz auf Kontakte, rufen unseren Freund mal kurz an. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr habt nicht viel Zeit. Wenn, räumt hier oben ein paar Autos raus und so schneller könnt ihr die Fahrzeuge reinschmeißen. Weil wenn ihr nach unten geht, das kostet alles Zeit. Oder von oben nach unten, bam. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt hier ungefähr noch 2 MK. Hier habe ich noch einen. Und ja, ich sehe ja, ich habe noch 3 Stück. 4, also 4 Stück habe ich noch. Kann ich in später Zeit auch noch alle verkaufen. Gut. Dann wir zocken auf die PS4, klappt am besten, der Glitch klappt natürlich auch auf die PS5 sowie auf die Xbox. Und zwar machen wir heute eine andere Methode mit dem Vogel. Auf die PS4, wie gesagt, ist alles einfacher, finde ich. Geht auf Einstellung, Netzwerk, geht hier drauf. Doppel-PS-Taste, bam. Nochmal Doppel-PS-Taste, bam, ja. Geht es 10-mal schneller. Auf die PS5 könnt ihr zum Beispiel auch Netflix öffnen oder das Internetkabel rausziehen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Kurze Info noch: Ja, es klappt auch komplett auf die PS5 mit GTA 5. Dafür braucht ihr aber ein Handy. Dazu kommt vielleicht aber noch ein Video. So, gut, dann legen wir gleich mal los. Wir gehen aufs Internet. Merkt euch meinen Geldbetrag. Militärseite. Dann einfach nach Preise sortieren. Jetzt würde ich natürlich etwas nervös wieder. So, kauft das Fahrzeug hier. Ich schmeiße es jetzt einfach mal wo rein. Zum Beispiel mal, ja komm. Ich schmeiße es mal hier rein. Ja genau, so. Ah, Mist, geht nicht. Ja, gut, dann schmeiße es mal hier rein. So, Zeit läuft jetzt. Zurück, zurück, zurück. So, und jetzt schnell das Fahrzeug suchen, was ihr suchen möchtet. Ich nehme natürlich jetzt wieder mein... Scheiße, ich bin schon vorbei. Das seht ihr, das kostet alles schon wieder Zeit, was ich hier mache. Ich kaufe heute mal nur eins. So. Unten kommt keine Ladeschnecke, alles gut. Zack, zack, komm, eins schaffen wir noch. So. Internet kappen, zack. Wartet, zack, geht wieder rein. Doppel-PS-Taste. Zack, Fehler trittet auf. X. Seid ihr gespawnt, drückt das Touchpad, Director Mode betreten. Was ihr natürlich braucht, ist ein Vogel, der fliegen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist es gerade bei euch dunkel, geht auf Einstellung und tut dann einfach hier alles ändern. So. So, Akteure, Tiere. Wie gesagt, die Tiere findet ihr nur im Singleplayer. Einfach mal auf YouTube gucken. So, zack, Vogel nehmen. So, drückt jetzt Pause, geht am besten Richtung Autobahn, markieren, Touchpad, Ziel, nach links, X. So, seid ihr gespawnt? Einfach losfliegen, sucht was Schnelles oder was Großes und kurz vor dem Aufprall, Falltaste nach unten, ihr merkt, es ist alles viel, viel langsamer, so könnt ihr es vielleicht viel besser einschätzen. Wichtig ist nur, wählt den Charakter aus, was leuchtet, ja. Frank, Trevor geht bei mir nicht. Seht, deswegen
nennt den Charakter, was leuchtet. So, da kommt ein Lastwagen, den nehmen wir gleich mal. So, fahr das nach unten. Michael, wartet, wartet, jetzt lasse ich los. Dann warte hier ungefähr 1 bis 2 Sekunden, klicke dann X oder A. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, steht jetzt hier außer Gefecht. Kann ab und zu dauern. Wenn es nicht passiert, spawnt ihr mit Michael oder mit Frank oder Trevor wieder in die Stadt. Und macht das alles wieder von vorne. Ich habe es geschafft beim ersten Mal. Jetzt ist sehr, sehr wichtig. Und könnt jetzt zwei Sachen machen. Dann einem Bot beitreten oder Touchpad, Pfeiltaste nach oben, X. So. Wir spawnen hier wieder. Zurück zum Singleplayer. X. So, alles richtig gemacht. Wir spawnen immer mit dem Vogel und von hier einfach in den Online-Modus gehen. So, wir spawnen, schauen auf dem Geld. Es ist alles noch da, wie es aussieht. Und zwar ist es so, wenn bei euch die ganzen Fahrzeuge doch verschwunden sind, ja, einfach mal kurz nachgucken. So, ruft diesen Typ an. Ich hatte ungefähr 4 bis 5 MK2 vorhin. So, schaut einfach mal, ihr seht, meine Autos sind noch verfügbar. Wenn das nicht ist, wartet bis in den GTA. Wenn es nicht von selber kommt, dann einfach GTA nochmal komplett schließen. Not GTA resetten. Gut, bei mir hat alles funktioniert. Jetzt gehe ich mal hier drauf. Also ich habe hier kein, also 1, 3, ja, super. 4. Meine, was ich schon davor habe, jetzt 1, 2, 3. Die drei geben mir schon 11 Millionen. Ja. Hier, 3,8 Millionen, 3,8 Millionen, nochmal 3,8 Millionen, Leute. Und jetzt kann ich sie einfach bekaufen. Wichtig ist aber, ihr müsst nochmal zum Schluss die Plätze tauschen. Das machen wir kurz gemeinsam. Seid jetzt angekommen bei jedem Gebäude. Denkt dran, ihr müsst jetzt die Plätze komplett einmal durchtauschen. Macht ihr das nicht, kann es vorkommen, die Fahrzeuge, wenn ihr noch mal online geht, verschwindet. So, blauer Kreis, einfach mal tauschen. So, dann noch mal Sicherheit, Outfit wechseln. So, unten rechts kommt eine Ladeschnecke, perfekt. Denkt dran, wenn ihr sowas machen möchtet wie ich, pro Verkauf bekomme ich jetzt 3,8 Millionen. Und das ist batzen viel Geld, Leute. Ich würde sagen, ich bin raus. Denkt dran, abonnieren, liken, Discord, Instagram. Haut rein, euer Flashy. Bis dann. Ciao.